Liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie mich zu Beginn noch einmal, wie am Sonntag schon, einen Gedanken von Hans Urs von Balthasar aufgreifen, der zu unserem Evangelium sagt, man weiß nicht genau, wie es bei diesen drei Magiern oder Astrologen zuging und wie der berühmte Stern in ihre Berechnungen gepasst oder nicht gepasst hat. Ob er sie zum Aufbruch bestimmte, weil er das Missing Link in ihrem Kalkül war, oder vielmehr eine ganz unerwartete Himmelserscheinung, die ihnen nahelegte, den Weg nach Palästina unter die Füße zu nehmen. Das lässt sich nicht kontrollieren. Aber ist es nicht erfreulich und erbaulich, dass sogar Wissenschaftler sich auf den Weg zur Krippe gemacht haben? Mochte nun der Stern ihre Weisheit bestätigen oder durchkreuzen? Im ersten Fall hätte sie der geistige Reichtum bis zur heiligen Armut gebracht. Im zweiten Fall hätten sie die innere Armut alles menschlichen Wissens eingesehen und so den Weg zur göttlichen Armut gefunden. Es ist ein Wort, liebe Schwestern und Brüder, das uns tief in diesen Tag hineinführt, in sein Geheimnis und das uns zugleich offenbart, ich bin mir nicht sicher, ob Hans Urs von Balthasar, als er seine Rundfunkansprache, als er sie hielt, schon ahnen konnte, was mit unserem Fest, das wir heute immerhin feiern, was mit unserem Fest geschehen würde. Es gehört zur aussterbenden Art der Feste. Nicht nur, dass es staatlich, zumindest hier in unserem Bundesland, nicht unterstützt wird, darüber kann man ja immer streiten, das wird ohnehin in Zukunft mehr und mehr abnehmen, aber dass die Kirche selbst dieses Fest nicht mehr ernst nimmt und feiert. Das ist schon bedenklich. Was mag der Grund dafür sein? Ich glaube, es liegt im Fest selber. Denn wie können wir dieses Fest beschreiben? Erscheinung des Herrn oder mit dem Fremdwort, mit dem griechischen Epiphanie. Wir wissen dann vielleicht noch, dass die östlichen Kirchen heute Weihnachten feiern. Das liegt aber nur an der Kalenderverschiebung. Das trifft dann genau auf diesen Tag. Hat es nicht seinen Grund darin, dass die Kirche heute auf ihren Knien ihre Identität findet? Nicht im Kopf, nicht in der Aktion, sondern auf den Knien. Diese Wissenschaftler, diese Fremden aus dem Osten machen es vor. Sie kommen von fern, es sind Fremde. Es sind keine Juden, es wird doch nicht berichtet, dass sie besonders fromm gewesen seien. Sie folgen ihrer Idee, aber sie lassen sie entweder bestätigen durch diese merkwürdige Erscheinung oder durchkreuzen, wie von Balthasar sagt. Und wo finden sie sich wieder? Vor einem Kind auf ihrem Knie. Und erst nachdem sie ihm gehuldigt haben auf den Knien, können sie ihre Schätze hervorholen und sie dort zurücklassen. Manchmal habe ich den traurigen Eindruck, wir sind als Kirche unterwegs zu einem Palast des Herodes. Wir sind gut verwaltet, es ist alles wohl erbaut, wir haben unsere Schriftgelehrten und ist das nicht merkwürdig? Sie wissen genau Bescheid. Es gibt kein Wort bei Matthäus, das berichtet, sie mussten erst einmal die großen Folianten herbeiholen, die Schriftrollen hervorgraben und waren in einem Arbeitsseminar 4 Wochen beschäftigt. Wo steht denn was über Bethlehem? Wir machen das heute bei Google natürlich. Damals musste man das noch aufrollen und nachschauen. Sie müssen nicht nachschauen, Sie wissen es. Wie aus der Pistole geschossen kommt es, klar, der Messias wird in Bethlehem geboren. Herodes, er weiß auch ganz genau, was Sache ist. Er weiß, wie diesem Kind zu begegnen ist. Er sagt es, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nur in der Huldigung, nur in der Anbetung kann man diesem Kind begegnen und seine ärgsten Feinde wissen es noch. Aber nein, es sind nur diese drei Fremden, die zu diesem Haus, zu diesem Kind und seiner Mutter aufbrechen. Es sind nicht die Schriftgelehrten und erst recht nicht Herodes. Sie alle haben ihr eigenes Ding. Sie haben ihre eigenen Ideen. Sie sind gefangen in ihren Ghettos. Diese Schriftgelehrten, die es besser wissen müssten, sind gefangen im Ghetto ihrer Schriftkundigkeit. Manchmal habe ich den Eindruck, unserer Theologie
geht es zuweilen ähnlich. Eingemauert. Ich weiß, in theologischen Kreisen, ich weiß das aus meiner heißen Jugendzeit noch im Studium, wir mochten dieses Wort nicht, das Johannes Paul II. Damals so oft gesagt hat. Die Theologie, und wo Ratzinger ihm zugestimmt hat, die Theologie findet ihre Identität auf den Knien. Wir haben uns darüber erhaben gefühlt. Sagt, was? Man hat die große Kraft des Denkens. Was soll das mit den Knien? Das ist nur so ein frommes Klingeling, wie so ein Silberglöckchen während der Messe, alles überflüssig. Von wegen. Es ist die tiefe Einsicht von Heiligen, liebe Schwestern und Brüder, die solches sagt und die der Kirche solches in Erinnerung ruft. Aber wir erleben es. Rundherum, ich will Sie gar nicht dazu auffordern, die Gottesdienstordnung in dieser Stadt einmal durchzuschauen, was da heute passiert. Entweder wird das Fest nur auf ein Sternsingerfest verkleinert, und damit will ich nun wahrhaftig nichts gegen Sternsinger sagen. Der Dienst dieser Kinder ist etwas ganz Großartiges an diesem Tag, in den Tagen zuvor oder danach. Etwas ganz Großartiges und Unentbehrliches. Aber das darf doch nicht ganz absorbieren, das, was die Kirche heute feiert. Weshalb hören wir so gewaltige Texte, etwa den Epheserbrief? Da steht gar nichts von den drei Königen drin, wie im Evangelium auch nicht. Ist das nicht merkwürdig? Es steht auch nichts von der Hochzeit zu Kana im Epheserbrief. Oder von der Taufe im Jordan. Aber es steht etwas davon im Epheserbrief, was uns angeht. Was Menschen, wie Paulus sagt, frühere Generationen nicht bekannt war. Und was uns offenbart worden ist. Dass Gott alle meint. Nicht nur sein auserwähltes Volk Israel, sondern alle. Er legt die Erwählung auf alle. Alle sind in der Lage, Gott zu erkennen, weil sie in sich so etwas wie einen Stern tragen, der sie hinführt zu Christus, wenn sie nur bereit sind, diesem Stern zu folgen. Aber es gilt nicht nur, diesem Stern zu folgen und seine Botschaft zu erkennen. Das tut Herodes auch, das tun auch die Schriftgelehrten. Und dennoch gelangen sie nicht zum Ziel, sondern wir werden geradezu Feinde des Evangeliums. Sie finden am Ende nicht auf ihre Knie. Sie finden nicht hin zur Huldigung. Sie finden nicht hin zur Anbetung. Und vielleicht müssen wir das auch in unsere Zeit, in unsere Kirche noch einmal neu übersetzen. Auch das weiß ich, wenn Sie das gestatten, dass ich ein solches Bekenntnis ablege, nur zu gut, wie man von allerlei Theorien sagen kann, natürlich, wir wissen, die frühe Kirche hat nicht gekniet, also sollen wir auch nicht knien, was natürlich so auch wieder nicht richtig ist, das ist immer ein bisschen Ideologie. Oder wir sagen, die östlichen Christen, die knien eigentlich nie, die haben gar keine Kniebänke wie wir. Naja, ich kann nur empfehlen, einmal das östliche Christentum zu besuchen und sehen, welche Frömmigkeitsübungen die mit Auf- und Niederknien mit sich hinwerfen und aufstehen. Dann braucht man keinen Trimm-dich-Pfad und keine Turnübungen mehr, die hat man dann in der Kirche. Deshalb haben die keine Kniebänke, weil die viel Platz brauchen. Es beginnt mit der ganz konkreten Übung des Kniens, liebe Schwestern und Brüder. Johannes Hartl im Gebetshaus zu Augsburg, jetzt bei diesem großen Kongress, den ich dieser Tage schon erwähnt habe, hat das auf den Punkt gebracht, in der Frage, wer ist dein Gott? Vor wem gehst du auf die Knie? Geld, dein Gott? Sex, dein Gott? Was ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Wen verherrlichst du? Wem läufst du nach? Um wen dreht sich alles? Das ist die Frage, auf die alles hinzielt. Und diese Magier, diese Fremden, die wir eigentlich noch nicht einmal mit Namen kennen, die haben den Weg gefunden. Sie sind sozusagen schon von selber auf ihre Knie gegangen, weil sie vor diesem Kind nicht anders konnten. Ob wir an diesem Tag der Kirche helfen, unserer manchmal in Teilen erkrankten Kirche helfen, durch unsere Knie das zu entdecken, was das Geheimnis dieses Tages ist, den allein anzubeten, wie wir das nachher im Danklied singen werden, dich allein anzubeten, Christus, nichts und niemand sonst, vor dir unsere Knie zu beugen, vor niemand und nichts sonst, dass sich alles um dich dreht, dass unser ganzes Leben hin wie durch ein Nadelöhr eingefädelt wird auf Christus hin, und dass es erst dann wirklich schlüssig wird. Nicht ohne Leiden,
denn es ist sein Weg, aber schlüssig und letztlich doch froh, erfüllt und sinnvoll? Nach dieser Erfahrung, liebe Schwestern und Brüder, werden wir es tun wie die Magier. Wir werden neue Wege gehen, von denen wir so oft reden in der Kirche. Erst dann, nach der Huldigung des Christus und immer in seiner Wiederholung, werden wir neue Wege gehen können. Denn erst dann werden es seine Wege sein, unter seinem Stern, in seinem Licht.